Machst du dich schön? Soweit es eben geht. Also ich bin zufrieden mit deinem Gesicht. Die Nase müsste etwa so sein. Nicht, dass du dich noch operieren lässt wie Michael Jackson. Das wird teuer und nimmt kein gutes Ende. Wenn du willst, könnte ich dir einen guten Maskenbildner vermitteln. Aber es soll doch für immer sein, nicht nur für einen Theaterabend. Ach. Einfach nicht so stehen. Willst du so eine Katalogschönheit werden? Gerade eben nicht. Unverwechselbar will ich sein. Von mir selbst bestimmt als Persönlichkeit. Alles im Leben kann, ja muss ich selbst bestimmen. Was ich lerne, wen ich liebe, wie ich lebe, wofür ich mich begeistere. Nur mein Gesicht, an dem mich alle erkennen. Das muss ich einfach so hinnehmen. Du willst dein eigener Bildhauer sein? So wie es schon Pico della Mirandola vorschwebte. Pico was? Ein Schönheitschirurg? Vergiss es. Weißt du, als ich als kleiner Junge Fratzen machte, sagte meine Oma immer: Junge, hör auf, wenn die Uhr jetzt stehen bleibt, geht das nicht mehr weg. Du hast Fratzen gemacht? Zeig mal. Und fühlst du dich jetzt als Herr deiner selbst? Aber absolut, hundertprozentig.